Hi Sam, das ist Dänisch und heißt Hallo zusammen, denn ich begrüße euch heute aus einem schnuckeligen Scandi-Schlafzimmer. Der Scandi-Wohnstil ist auf der ganzen Welt zu Hause und der Megatrend schlechthin. Aber wie denn auch nicht, er ist so freundlich und natürlich und er drückt auch ein bisschen die Sehnsucht nach einem einfachen und naturverbundenen Leben aus. Und sich die Natur nach Hause zu holen, ist gar nicht so schwer. Am besten setzt ihr auf ganz viele natürliche Materialien, wie Holz, Kork, Rattan und vor allem auf Pflanzen. Die sind Must-Haves für ein tolles Raumklima. Insgesamt erscheint der Scandi-Stil immer sehr hell und aufgeräumt, was unter anderem daran liegt, dass sich hier aufs Nötigste beschränkt wird. Das schafft man natürlich durch die Wahl der richtigen Möbel. Sie sollten ein klares, schnörkelloses Design haben und bestenfalls multifunktional und praktisch sein. Und bei den Farben, klar, ganz viel Weiß, oft in Verbindung mit hellem Holz, wie zum Beispiel Birke, Fichte oder auch Kiefer. Und diese Design- und Farbkombi findet sich auch in diesem Schminktisch wieder, der, Stichwort multifunktional, auch als Schreibtisch genutzt werden kann. Der integrierte Spiegel hier übrigens ist ein tolles Gegengewicht mit seiner ovalen, runden Form zu den sonst geraden Linien des Tisches. Beim richtigen Scandi-Look dürfen natürlich die grazilen, leichtfüßigen Beine an den Möbelstücken nicht fehlen. So wie hier. Und was passt sonst noch dazu? Na klar, Vasen! Auch mit Textilien ist es wichtig, Akzente zu setzen. Dabei könnt ihr ruhig richtig mutig sein. Wenn ihr euch zum Beispiel für die Farbe Grün entscheidet, passt es auf jeden Fall super zu den Pflanzen. Und verbunden mit organischen Formen, wie bei diesem Retro-Puff hier, passt es dann auch komplett zum Scandi-Look und ist ein toller Kontrast zu dem geometrischen Muster des Teppichs hier. Diese Pflanze hier übrigens nennt sich Venusnabel. Das musste ich aber selber erstmal nachschauen. Ein typisches geometrisches Muster im Scandi-Stil ist übrigens das Dreieck. Das findet ihr nicht nur in Teppichen, sondern auch in Bettwäsche und Kissen zum Beispiel. Das Farbspektrum in diesem Raum ist jetzt eher natürlich gehalten. Dadurch wirkt er sehr einladend und freundlich und ist eben perfekt für ein entspanntes Schlafzimmer gemacht. Wenn ihr es ein bisschen belebter mögt, dann setzt in den Accessoires und Mustern und Farben eher auf kräftige Töne. Ihr merkt schon, der Scandi-Stil ist ganz einfach umzusetzen, wenn man sich an ein paar Regeln hält und vor allen Dingen auch an jeden Geschmack anpassbar. Ein bisschen mehr Farbe, ein bisschen weniger Farbe, mehr Muster, weniger Muster, wie ihr das eben mögt. Schreibt mir das auf jeden Fall mal in die Kommentare, eher Pastell oder kräftige Töne, das würde mich interessieren. Und seid auch nächste Woche wieder mit dabei, wenn wir ein Möbel-DIY machen. Bis dann!